Löwe und herzlich willkommen zu deiner Legung für den April 2024. Die Legung ist für dich, wenn du den Löwe im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast. Und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend. Das können Dinge bereits ab Mitte, Ende März für dich zutreffen oder dann auch verspätet in den April hinein. Denn das ist hier eine große Legung, die wir hier machen. So eine Legung kannst du auch persönlich bei mir buchen. Die ist natürlich persönlich für dich. Und dort kann ich auch mehr Karten nutzen, aus rechtlichen Gründen. Die kannst du über meine Webseite buchen, die ist hier verlinkt, www.seentalk.de unter dem Video, wenn du auf mehr Ansehen klickst. Und es ist natürlich hier eine Kollektivlegung. Das heißt, es können Botschaften auf dich zutreffen, muss aber nicht. Sollte schon, da ich es direkt für die Zuschauer ausgelegt habe. Okay, für die Löwen durfte ich hier den Amethyst nehmen. Also es ist ein schöner, auch ein sehr beruhigender Stein, ein relaxter Stein. Das scheint darum zu gehen, dass du wirklich den April ein bisschen relaxen darfst, runterfahren darfst. So, wir haben hier dich. Also bei dir geht es, du bist hier sehr stark geführt, aber es geht darum, es kann sein, dass im April noch mal viele Blockaden hochkommen, ja, dass Dinge noch nicht so in eine Veränderung gehen, in eine neue Richtung gehen, wie du es vielleicht gerne hättest oder wünschst, ja. Im Außen kann es dir darum gehen, dass hier irgendwelche Nachrichten von der Familienseite kommen. Da liegt aber noch das Buch mit bei, die hier auch, weil da auch der Fuchs und die Blockade mit dran liegen, die vielleicht auch das so gefühlt, also das so ein bisschen, ja, Familienchaos oder so ansteht, ja. Im Zentrum haben wir hier aber, du darfst hier rausgehen, wir haben hier schöne Treffen, schöne Begegnungen draußen, die dir hier auch ganz gut tun, also da kannst du dich aufladen, ja. Genau. So, bei dein Gegenüber, egal ob du Partnerschaft und Off-Kennenlernphase bist oder Single bist, dann kannst du das sonst auch weglassen, wenn du Single bist. Haben wir hier die Partnerschaft mit dir, das liegt hier ganz gut drin. Das kann sein, dass er hier oder sie so ein bisschen auch Herausforderungen hat, ja, sich den Raum einzunehmen, für sich einzustehen. Ne? Das kann gut möglich sein. Ich kriege erst das Gefühl, dass dein Gegenüber hier sehr in der Gefühlsphase ist und du bist hier sehr in der Verstandsphase drin. Okay, also bei dir geht es ja auch ums Thema Partnerschaft. Vielleicht kommen ja auch nochmal Partnerschaftsthemen hoch, je nachdem, wenn du die Partnerschaft lebst. Ansonsten ist es halt auch diese geheime Partnerschaft und dieses erst nicht öffentlich zu machen. Da geht es hier, vielleicht hinterfragt man so, ist das jetzt hier das Glück oder wann kommt hier das Glück? Ne, da macht man sich sehr viele Gedanken drüber, ja. Und deswegen haben wir hier dann auch eben so ein bisschen die Zweifel drin zu liegen, so einen inneren Konflikt. Ist das jetzt hier alles, ne? Oder kommt da noch mehr? Da ist ein bisschen so eine Unruhe mit drin, weil hier vielleicht die Leichtigkeit gerade im Partnerschaftsthema ausbleibt, jedenfalls wenn man Single ist und niemanden findet oder eben dieses On-Off ist, ne? Dass das so in der Belastung liegt. Ja? Und das nagt ja auch an deiner Selbstliebe, an deinem Selbstwert. Also da kommt auch so das rein, naja, vielleicht bin ich ja auch nicht gut genug oder sonstiges, ne? Es geht aber darum, dass du hier wirklich für dich einstehst, du deinen Wert erkennst, ja. Und da liegt tatsächlich auch genau die Herausforderung drin. Also da ist der Rückzug. Ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen sehr viel Selbstzweifel bei dir. Es kann ja auch gut sein, wenn du vielleicht mal ein bisschen Abstand nimmst, vielleicht mal übers Wochenende mal weg oder so, ja. Wir haben hier nämlich den Brief mit drin zu liegen, also ich habe das Gefühl, das geht da auch um Kontakt, um Kommunikation und Kommunikation auf der Seelenebene. Also, aber ich habe erst Gefühl, die Kommunikation zu dir selbst auf Seelenebene, dass du dich so ein bisschen Abstand gewinnen sollst und für dich klar werden kannst, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin, ja? So, dann haben wir hier eben dein Gegenüber, ne? Da haben wir hier so ein bisschen die Verletzung drin zu liegen. Hey, wenn ich jetzt abrutsche, war das Glück mit den Nachrichten, das hatten wir doch bei dir gehabt, ne? Jetzt bin ich, glaube ich, verrutscht. Muss mal kurz gucken. Partnerschaft, genau. Das Buch, das Glück, wo es bleibt, die Gedanken zu machen. Dann haben wir hier den Konflikt, die Unruhe, dass es in der Belastung hier ist. Die Familienthemen, was sein kann, auch beziehungsweise Selbstliebe, Selbstwert. Ah, hier bin ich, glaube ich, falsch. Ne? Da waren wir dann beim Haus, also die Stabilität. Ah, okay, also doch mal, bei dir geht es dann um Entscheidungen. Das hat auch seinen Grund, dass ich das andere sagen durfte. Um Entscheidungen, im Vertrauen zu bleiben und auch vor allem deinem Herzen zu vertrauen, deiner Führung zu vertrauen. Ne? Hör hier auf dein Gefühl. Es kann sein, dass du manchmal hier so ein bisschen getrübt bist oder auch sehr misstrauisch bist, ja. Aber das darf hier in die Veränderung gehen. Hier kommen immer wieder Ängste hoch, das gehört mit dazu. Ja, lass dich hier nicht von diesen Ängsten blockieren. Ja, die sind da, um sie zu lösen, um sie zu transformieren.
Und das kann jetzt sein, dass dein Gegenüber diese Ängste bei dir auslöst und bei den anderen kann es auch ein Arbeitsthema sein. Und dann sind wir hier bei deinem Gegenüber, wo es eben darum geht, dass vielleicht die Kommunikation ein bisschen schwankt. Egal, ob man jetzt eben ja, Kennenlernphase und Office oder Partnerschaft lebt, es kann sein, dass die Kommunikation einfach sehr schwierig momentan ist für dein Gegenüber, gerade in Bezug zu dir auch hin. Ja? Also entweder kann es sein, dass dein Gegenüber nicht so genau weiß, was du von ihr jetzt möchtest oder erwartest quasi, ja? Oder dass er sich halt oder sie sich nicht so ausdrücken kann. So, dann schauen wir mal, wie gesagt, Herz, wir haben hier die schicksalhafte Liebe drin, auch die Lernaufgaben mit dem verbunden natürlich. In der Spiegelung ja auch das Glück in der Liebe, stabile Liebe, aber wie gesagt, wir haben immer wieder die Blockaden, die hier hochkommen können, ja, durch Ängste. So, dann schauen wir einmal Partnerschaft, Ring. Haben wir hier Neubeginn, Entscheidung und es kann relativ plötzliche Entscheidung kommen. Ja, ich habe das Gefühl, da kommt relativ plötzlich und unerwartet. Es kann auch sein, dass dein Gegenüber, weil es im Haus des Gegenübers ist, eine plötzliche unerwartete Kommunikation vielleicht, ja, dass er oder sie irgendwas sagt oder sich plötzlich meldet oder nicht meldet, also irgendwas Unerwartetes kann es sein. Wenn wir den Anker auf Arbeit haben, kann es sein, dass ihr euch irgendwie über die Arbeit kennt oder irgendwie zusammenarbeitet oder dich dein Gegenüber unterstützt bei der Arbeit, das ist definitiv möglich, ja. Generell liegt die Arbeit aber so an sich ganz gut drin. Es kann sein, dass es hier noch falsche Leute gibt. Es kann ja auch eine vorgesetzte Person sein, wo hier die Verletzungen drin liegen. So, und wenn wir dann die Fische als die Finanzen nehmen, dann haben wir hier, dass man mutig sein darf, für sich einstehen, selbstbewusst rausgehen. Ja, auch gerade wenn es so Finanzthemen sind oder so. Aber es kann jedoch mit den mit der Schlange und in der Schlange liegt hier der Fuchs, eben auch ein bisschen sich noch ziehen und dauern, ja. Also es ist ein Prozess, da sind viel Geldthemen noch dahinter, ja, die noch transformiert werden dürfen, die in eine Veränderung gehen dürfen, die auf Angst basieren. Genau. Gut. Dann haben wir das. Okay. Dann machen wir weiter mit den Tarotkarten für die Löwen im April 2024. Da haben wir die zwei der Kelche. Also, es geht hier darum, dass du wirklich ja, deine Gefühle auch wirklich zu kommunizieren. Ne? Also, dass du sehr gefühlvoll sein darfst, beziehungsweise da auch gerade mit einem Partner, wenn du da einen Partner hast, kennen ein paar so oft, da geht es ja auch um die Kommunikation. Das haben wir hier auch drin zu liegen, ne? Aber es geht auch vor allem um die gefühlvolle Kommunikation. Dann haben wir halt die Belastung auch mit dran zu legen. Vielleicht auch der Abbruch der Kommunikation bei den einen oder anderen, ja. So, dann, was ist denn hier in der Herausforderung? Ja, wir haben ein bisschen die Zusammenarbeit. Es kann jetzt generell ein Arbeitsthema sein, Zusammenarbeiten mit anderen, kann aber auch familiär zu Hause sein. Also mit anderen Menschen kann es ein bisschen schwierig werden im April. Kann sein, dass du eher das Bedürfnis hast, dein Ding alleine durchzuziehen. Ja? Was ist denn in der Stärkung? In der Stärkung ist, dass du das alles ein bisschen leichter nimmst, das Leben mit Leichtigkeit nimmst. Das ist doch schön. Und was ist der Tipp oder Ratschlag von denen da oben? Ja, da haben wir hier, die fallen auch immer wieder raus, jetzt hier auch bei den Aprillegungen, dieses Gleichgewicht zwischen männlich und weiblich Energie, aber auch hier in die Kraft zu gehen und seinen Weg zu gehen. Ja, also der Tipp ist hier, geh deinen Weg, egal auch wenn es im Außen vielleicht noch ein bisschen steinig ist und holprig ist, versuch immer auf die Balance zu achten, aber du darfst hier deinen Weg gehen, ja. So, dann schauen wir hier noch für die Löwen im April 2024, was darf ich da mitgeben? Empathie. So, dann gucke ich mal. Moment. Gucken wir doch mal nach. Meine Empathie ist meine Superpower. Deine Empathie ist das größte Geschenk für diese Welt. Vielleicht warst du als Kind oftmals überfordert mit all den Emotionen, die du empfandest.
Vielleicht sahst du die Welt mit anderen Augen als die übrigen Kinder und hast nicht verstanden, warum. Das ist kein Zufall. Die hohe Sensibilität ist eine ganz besondere Gabe. Viele Menschen verschließen sich dieser Empfindsamkeit im Laufe der Zeit, weil sie sich verletzlich machen kann. Allerdings hast du mit ihr auch die Fähigkeit, alles Positive umso mehr wahrzunehmen. Du kannst zum Beispiel das Gefühl der Liebe so intensiv empfinden, dass es dich komplett ausfüllt und umhüllt. Außerdem kannst du ohne große Mühe eine tiefe Verbindung zwischen deinem Körper und deinem Geist herstellen. Die Signale, die dir dein Körper sendet, nimmst du deutlich wahr und kannst sie deuten. Fällt es dir manchmal schwer zu verstehen, warum dies anderen Menschen nicht leicht fällt? Jeder von uns bringt seine ganz individuelle Geschichte und Lernaufgabe mit auf diese Erde. Lass uns voneinander lernen und miteinander wachsen. Wie kann ich den anderen Menschen Empathie nahe bringen? Genau, also es kann natürlich sein, dass du merkst, so, boah, ich verstehe gar nicht, wieso ist der Mensch so kalt oder kann ich so mitfühlen? Ne? Das kann eben auch so eine Herausforderung sein, ja? Und da geht es darum, das eben zu lernen. Ne? Und das passt ja auch hier vielleicht mit der vorgesetzten Person, Arbeitsthema oder so, ne, dass man da so eine Herausforderung hat, wo man denkt, so, boah, wie kann ein Mensch nur so kalt sein? Ne? Oder wie kann ein Mensch das so kalt lassen? Ja, genau. Okay, gut, du lieber Löwe, das war denn deine Legung für den April. Und falls auch du lernen möchtest, wie du Tarotkarten deutest, mein Videokurs, mein Tarot-Reader-Video-Ausbildungskurs ist jetzt online. Da lernst du eben die Tarotkarten zu deuten. Wir gehen auch ein bisschen in Numerologie und Astrologie vor allen Dingen auch mit rein. Und das ist ganz simpel erklärt und nicht so hochwissenschaftlich kompliziert gemacht, sodass du lernst, auf deine Botschaften, die du empfängst, auch wirklich zu vertrauen. Ne? Genau. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und dann bis zum nächsten Mal, lieber Löwe. Bis dann.